Abend, meine Damen und Herren. In diesem Video wird es edel, denn es geht um Mozart Chocolate Cream Gold. Welches ich hier schon zur Hand habe. So sieht das Ding aus. Schwarz habe ich bereits verkostet, weiß kommt erst, Gold ist jetzt dran. Ich habe hier dieses kleine Glas vorbereitet. Das Ganze öffnet man, indem man das auf die Seite zieht und dann das hochnimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Von außen sieht man nicht rein, das ist ein schwarzes Glas. Naja. Also Gold ist schon was anderes. Hätte man das vorher schütteln müssen? Ich glaube, goldiger als das wird es nicht. So sieht es im Moment aus. Schauen wir nochmal, ob da ein gewisser Goldanteil dabei ist. Aber nein. Ja, so sieht's aus. Jetzt werde ich das Ganze mal verkosten. In diesem Sinne, zum Wohl. Ja, riecht ein bisschen nach Trink, Kakao und Alkohol. Schmeckt scharf und ein bisschen nach Schokolade. Aber wie sie auf Gold kommen, könnte ich jetzt nicht sagen. Da fehlt mir momentan der Unterschied, aber kann ich nicht sagen, wieso das Gold heißt. Ich meine, ich kann das Schwarze nochmal kosten. Ah, okay, das Schwarze ist, wenn ich das richtig sehe, dünnflüssiger. Das Schwarze ist wesentlich dünnflüssiger und noch dunkler. Und schmeckt noch etwas mehr nach Schokolade. Aber sonst im Prinzip könnte ich die beiden jetzt nicht, also man kann sie schon unterscheiden, aber der Unterschied ist jetzt irgendwie nicht sehr großartig. Ja, hier nochmal von außen. Das Weiße, wie gesagt, kommt dann das nächste Mal. Ob das tatsächlich weiß ist oder auch so schwarz wie die, werden wir dann sehen. Jetzt werde ich noch kurz über den Kinofilm reden, den ich unlängst angeschaut habe, nämlich Conan in 3D. Ja, ich habe es mir angeschaut in der UCI Kinowelt. Eigentlich ganz, ja, also fast ein bisschen zu grauslich. Also ich schaue schon gern Actionfilme und so ein bisschen Kriegsfilme oder so in der Richtung, aber so Schwertkampf und so finde ich halt schon ziemlich brutal. Und ja, aber sonst von der Spannung, vom Aufbau eigentlich ganz gut gemacht. Ich würde ihn aber trotzdem wahrscheinlich nicht mehr anschauen. Also es mag wohl ein guter Film sein, aber er entspricht nicht ganz meinem, wie soll ich sagen, meine Lieblingsfilmrichtung, also weiß ich nicht, da habe ich irgendwie einen Actionfilm lieber oder irgendein Auto, Fast and Furious oder irgend sowas. Das gefällt mir schon besser. Aber sonst, wie gesagt, also der Film war eigentlich ganz gut. Und was wollte ich noch sagen? Genau, was auch ganz lustig ist, auf den Brillen, ich habe hier schon mal zwei Stück, auf der Verpackung steht halt einiges drauf. Und sowas wie, ja, nicht als Sonnenbrille verwenden und so weiter. Und dann steht halt irgendwie am Schluss, nach dem, am Schluss von diesem Text steht irgendwie auf Englisch halt, nach dem Gebrauch wegwerfen oder sowas in der Richtung. Und dann im Kino, die am Anfang sowas eingeblendet wie, ja bitte, man kann die Brille wiederverwenden, das schont die Umwelt und das geht ohne weiteres oder so in der Richtung. Und lustigerweise haben sie da nicht erwähnt, dass man sich auch Geld spart, weil das ist eigentlich lustig, weil alle, wie soll ich sagen, alle machen irgendwie einen Trick. Die Brillenverkäufer wollen natürlich, dass man es wegschmeißt, dass sie möglichst schnell neue nachproduzieren müssen und möglichst schnell wieder neue gekauft werden müssen. Dann das Kino will ja im Prinzip, dass man ebenfalls möglichst viel Geld ausgibt. Also die Kinokarte möglichst mit dem 3D-Brillenpreis, das ist glaube ich 1 Euro mehr, kauft. Und ja, also ich habe jetzt überlegt, ich werde einfach die Brillen aufheben, falls sie verschmiert sind, ein bisschen putzen. Und dann beim nächsten Mal wiederverwenden, dann spare ich mir 1 Euro und vielleicht auch der Umwelt ein bisschen was. Ich meine, ja, in dem Sinn Plastik, sagt man ja, wird eh leicht, also relativ einfach wiederverwendet, aber ob dem so ist, weiß ich nicht ganz genau. Im Prinzip, das war meine Informationen zu dem Film, ihr könnt euch ja die Vorschau dazu anschauen.
Finde ich ganz gut, aber wie gesagt, nicht so ganz mein Filmtyp. Ich weiß jetzt nicht die Altersbegrenzung, aber im Prinzip über 14 oder vielleicht 16 hätte ich ihn schon eingestuft, weil es ist schon sehr viel, ja, Blut und grausliche Szenen zu sehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich will ja nicht zu viel verraten, aber die erste Szene ist ja, wo sie irgendwie die jungen Kriegernachwüchse durch irgendeinen Wald laufen müssen und wer als erster wieder im Ziel ist und ein rohes Ei im Mund behalten kann, gewinnt oder wird irgendwie dann der neue Nachwuchskrieger. Und da werden sie halt überfallen von irgendeinem gegnerischen Volk und der eine, der eben der Conan, schafft es dann, diese bösen Angreifer alle abzuwehren und dann kommt er zurück ins Dorf und bringt halt die drei Köpfe von denen mit und legt die dann dort so auf den Boden hin. Und das Ei hat er natürlich auch noch dabei. Also es geht ziemlich, ja, grauslich zu. Aber wer das gerne hat, sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Und die anderen halt besser nicht. Ja, im Prinzip, das war das Getränk und der Film. Sonst bin ich mal gespannt, was ich mir sonst noch für Videos einfallen lassen werde. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich schon zu viele Getränke. Bitte, wenn geht, keine Getränke mehr zuschicken die nächste Zeit. Ich muss jetzt mal Getränke abarbeiten. Dann die ein, zwei Videos habe ich noch vorbereitet, die ich eigentlich gerne fertig machen würde. Und ja, sowas wie Minecraft sollte ich auch mal weiterspielen. Nachrichten gibt es eventuell noch zu beantworten. Also bitte schickt mir weniger Nachrichten. Ich finde es zwar sehr lieb, wenn ich immer Nachrichten bekomme, sowas wie, könntest du mal mich empfehlen, könntest du mal mir hier irgendwie einen Tipp geben, welche Kamera verwendest du und so weiter. Alles ganz nett, aber es geht mir halt mit der Zeit ein bisschen aus. Also vielleicht, ja, wie soll ich sagen, erwartet nicht unbedingt eine rasche Antwort. Ich lese immer alles, ich beantworte meistens dann auch in der Reihenfolge, wie es eintrifft. Aber das kann halt durchaus ein bisschen dauern, also weiß ich nicht, so 4 Tage oder so. Bitte auf jeden Fall gedulden. Im Postfach war ich heute, da war nichts drinnen. Aber gut, so spare ich mir ein Fanpost-Unpacking-Video, da ich ja wie gesagt eh noch viel vorhab. Aber im Prinzip das Postfach werde ich noch eine Weile behalten, also ich schätze, ich werde es nochmal um 4 Monate verlängern und dann vielleicht mal 4 Monate nicht oder so. Wobei, das ist halt die Frage, dadurch, dass die Adresse jetzt doch schon relativ verbreitet ist, wenn ich dann eine neue Nummer habe, weiß ich nicht, ob man das irgendwie. Ist ja egal, das Video ist für jetzt aus. Ja, jetzt kommt mein tolles Outro. Danke nochmal an Maximilian Music. Und das war's bei Pöli 1.